Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 41. Folge von Around the Apple. Ich habe wieder ein paar spannende News herausgesucht. Mein Name ist Tim, viel Spaß! Es tauchen ja immer wieder neue Konzepte für das iPhone 7 auf. Jetzt ist zur Abwechslung aber mal wieder das MacBook an der Reihe, denn Apple hat ein neues Patent beantragt. Das Patent beinhaltet, dass die mechanische Tastatur durch Apples Force-Touch-Technologie ersetzt wird. Diese Art der Tastatur hätte einige Vorteile. So könnte sie sich zum Beispiel je nach Programm ändern oder man könnte auf der Fläche mit einem Apple Pencil malen. Ein weiterer Vorteil ist das dadurch, dass die ganze Mechanik wegfällt, die MacBooks dünner werden können. Ich bin mir allerdings noch nicht ganz sicher, ob es so toll ist, auf dieser Tastatur zu schreiben. Die letzte Woche von Elon Musk war ziemlich erfolgreich. Vergangene Woche stellte er das neue Elektroauto von Tesla, das Model 3, vor. Dieses kostet nur 35.000 US-Dollar und kann bereits für 1.000 Dollar auf der Tesla-Website reserviert werden. Und das haben auch viele getan. In der ersten Woche haben sich ganze 375.000 Leute das Model 3 vorbestellt. Das ist ein neuer Firmenrekord. Am Freitag ging es dann direkt bei seiner anderen Firma weiter. Nachdem der letzte Start von SpaceX, um Nachschub für die ISS zu senden, schiefgegangen ist, ging dieses Mal alles gut. Aber das war nicht das eigentliche Highlight des Tages. Denn zum ersten Mal hatte SpaceX geschafft, die erste Stufe ihrer Falcon 9 Rakete auf ein Drohnenschiff zu landen. Beim letzten Versuch war die Rakete noch umgekippt. SpaceX sind weltweit die ersten, die das geschafft haben. Apple veröffentlicht eine neue Werbung für das iPhone 6s, in dem das Krümelmonster vorkommt. Zudem gibt es auch Behind-the-Scenes-Material. Die Links sind in der Beschreibung. Das war es schon wieder. Wie findet ihr die Idee der neuen MacBook-Tastatur? Oder besser gesagt des Touchscreens anstatt der normalen Tastatur? Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!